Heute geht es mal wieder um einen Altcoin und die mögliche Chance, eine starke Aufwärtsbewegung. Das Projekt, das wir uns heute genauer ansehen, musste einige Rückschläge verkraften, zeigt aber mittlerweile wieder richtig viel Potenzial, gerade auch für ein Comeback. Und zwar geht es um Solana. Die große Frage, die wir uns alle stellen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um wieder in Solana einzusteigen. Und eine mögliche 200% Rendite einzufahren oder vielleicht auch mehr. Das Ganze schauen wir uns jetzt heute an. Falls du mir und unserer Arbeit bei Cryptree etwas zurückgeben willst, dann gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben und ich würde einfach sagen, wir starten direkt rein. Also, was ist überhaupt kürzlich passiert? Solana, also ein Blockchain-Projekt, das einst als Ethereum-Killer gehandelt wurde, hat eine ziemlich turbulente Zeit hinter sich. Bekannt war Solana für seine beeindruckende Skalierbarkeit und die schnellen Transaktionszeiten. Das heißt, Solana war auf dem besten Weg, eine feste Größe in der Kryptowelt zu werden. Große Unterstützung erhielt das Projekt unter anderem von FTX, der bis dahin zweitgrößten Exchange der Welt. Doch der Wind drehte sich, als FTX Insolvenz anmelden musste und... Solana geriet mächtigst unter Druck. Kapitalgeber zogen sich zurück, Projekte suchten das Weite, emigrierten auf andere Blockchains und das Vertrauen ins gesamte Ökosystem bröckelte. Und plötzlich war der einzige Ethereum-Killer nicht mehr so wirklich tödlich, sondern eher wie die Eismaschine bei McDonalds. Sehr beliebt, aber ständig kaputt. Und wie wir jedoch wissen, dreht sich das Krypto-Karussell sehr, sehr schnell. Die Frage ist jetzt also, hat Solana jetzt das Zeug für ein Comeback? Schauen wir uns jetzt an dieser Stelle mal an. Warum Solana jetzt wieder auf unserem Radar sein sollte. Und hier kommen die Fakten. Zunächst einmal zur finanziellen Seite. Denn hier kann Solana trotz der harten Phasen, also die FTX-Pleite, die regulatorischen Maßnahmen der SEC, im dritten Quartal 2023 wieder einiges wettmachen. Und wie? Solana hat nicht nur das Ende des zweiten Quartals stärker abgeschlossen als andere betroffene Tokens, sondern es hat auch noch das dritte Quartal mit einer Marktkapitalisierung von 8,4 Milliarden Dollar beendet. Das sind 17 Prozent mehr gegenüber dem Vorquartal. Nun kommen wir aber zum Netzwerk. Also was betrifft das Netzwerk von Solana? Und auch hier sind die Einnahmen gestiegen. Wir reden hier über ein Wachstum von 19% auf 4 Millionen US-Dollar. Und obwohl die Hälfte dieser Gebühren verbrannt wird, was die Inflation noch nicht wesentlich gesenkt hat, zeigt die Plattform eine solide Performance. Jetzt zu einem der wichtigsten Punkte, den man aber auch leicht übersehen kann. Und zwar die Verfügbarkeit von Solana Token, auch bekannt als SOL. Also SOL. Denkt dran, wenn wir über flüssige Token sprechen, meinen wir... Einfach die zu kaufen oder zu verkaufen sind. Das heißt, die, die im Umlauf sind, die wir handeln können. Ursprünglich waren alle Solana-Token frei handelbar. Aber durch bestimmte Deals und Vereinbarungen, besonders großen Käufen von Firmen wie Alameda Research und FTX, die ja mehr oder weniger zusammenhängen, wurden viele dieser Token quasi zurückgelegt und gesperrt, also quasi gelockt und waren nicht zugänglich für den freien Markt. Und diese und auch andere Firmen haben über 57 Millionen Sol-Token erworben, aber. Sie können sie nicht sofort verkaufen. Aber warum ist das wichtig? Naja, weil es die Menge an Zoll, die jeder kaufen kann, ein wenig knapper macht. Und das kann den Preis massiv beeinflussen. Nochmal ganz kurz, damit du es ein bisschen besser verstehst. Es geht hier um Angebot und Nachfrage. Also eines der wenigen Themen, bei dem man in der Schule besser aufgepasst haben sollte. Aber hier der spannende Teil. Trotz einiger Herausforderungen, einschließlich großer Sorgen um die Finanzierung von Firmen, die eben viel Solana besitzen, also Soll besitzen, hat Solana selbst eine außerordentliche also Widerstandsfähigkeit bewiesen. Das zeigt auch die Menge an gestakten Soll, also Solana-Token, die von Investoren hinterlegt werden, also auch Leuten wie du nicht, um eine gewisse Rendite zu erhalten. Und diese Zahl ist gerade auch im letzten Quartal weiter gestiegen, und zwar um 2% auf 4%. 104,9 Millionen, also knapp 405 Millionen. Das heißt, das Vertrauen auch in Solana ist zurück. Mit 8,2 Milliarden US-Dollar an gestakten Zoll liegt Solana in Bezug auf die gesamte eingesetzte Marktkapitalisierung wieder auf dem zweiten Platz hinter ethereum und die menge an zoll einsetzen hat fast wieder die zahlen von vor dem zusammenbruch von ftx erreicht kurz gesagt solana hat sich als ziemlich zäh erwiesen selbst wenn es hart auf hart kommt und das interesse das vertrauen der anleger scheint nicht so schnell zu schwinden was gute nachrichten für die zukunft darstellen doch wie sieht es eigentlich oder wie steht es eigentlich um die zugehörige technische analyse? Schauen wir uns doch dazu mal einfach den Chartverlauf an. Hier im Wochenchart sehen wir natürlich ganz klassisch und ganz krass den Einbruch vom. All-Time-High, was wir knapp bei 252 US-Dollar ungefähr hatten, ähm, sind wir natürlich runtergebrochen und waren dann hier eigentlich in einer schönen, ganz normalen Seitwärtsphase, die man hätte vielleicht auch halten können, wäre da nicht der FTX-Kollaps gewesen. Bedeutet, bis zu diesem Zeitpunkt war der Kurs vom All-Time-High schon minus 90 Prozent. Vollkommen klar bei einer sehr volatilen Asset-Klasse und eben entsprechend auch einem Altcoin. Das heißt, das muss dir einfach bewusst sein, dass das passieren kann. Dann erfolgte der FTX-Kollaps und da sehen wir noch mal ganz krass, was das noch mal für ein kräftiger, heftiger Abverkauf war. Und ähm, dann hat sich der Kurs das erste Mal gefangen. Das heißt, wir hatten seit dem High das Tief bei knapp 7,85 Dollar. Bei Solana, also herzlichen Glückwunsch an jeden, der da zugegriffen hat und dementsprechend das als Tief gesehen hat. Also von 250 Dollar auf 7,85 Dollar. Runter. Und das Tief nach dem Debakel lief ungefähr im Dezember, also im Dezember 22 hatten wir das Tief drin. Da sah es auch bei sämtlichen Altcoins ähnlich aus. Gehen wir mal in den Tageschart. Im Tageschart ist erstmal ganz klar zu sehen, das ist dieser FTX Abverkauf, den wir hier sehen können auf der linken Seite. Dementsprechend haben wir dann hier unten das Tief gesetzt. Bei eben entsprechend 7,85 Dollar und wir haben dann diese Resistance, die wir hier oben hatten, also diesen Widerstand, der sich hier gebildet hat, wo der Kurs nicht drüber schließen konnte, den er mehrmals getestet hat, bei knapp 15 Dollar, also 14,20 Dollar den haben wir einmal, zweimal, dreimal getestet, konnten ihn nicht durchbrechen, haben dann ein neues Tief gesucht und auch gefunden. Das wiederum eben entsprechend getestet. Dann hier nochmal ein weiterer Versuch, den habe ich jetzt gar nicht eingezeichnet im Januar 23 und dann das bullische Momentum. Und seit diesem bullischen Bruch über diese 15-Dollar-Marke... Ist Solana in einer Seitwärtsphase gefangen gewesen? Bedeutet, wir hatten hier dann höhere Hochs, höhere Hochs, die konnten wir irgendwann nicht mehr brechen. Das heißt, so bei 26 Dollar war unser High. Wir haben dann häufiger das Tief nochmal angetestet, versucht hier nochmal Liquidität rauszuziehen, aber es hat niemals gereicht. Das heißt, wir sind immer bei 26 Dollar eben entsprechend abgewiesen worden. Nun, seit kurzem haben wir natürlich wieder krasses bullisches Momentum seit dem ETF. Approval, nicht approval, diesen Fake News, ihr wisst es, wir haben es in den letzten paar Videos schon besprochen. Haben wir natürlich neues Momentum drin im Markt. Und das ist genau das, was eben auch sowas wie Solana gebraucht hat. Und in den letzten Tagen gab es bereits einen impulsiven Ausschlag. Über eben diese 25-Dollar-Marke. Das heißt, wir hatten hier einmal einen Fake-Out, den haben wir schön wieder runtergebrochen. Das heißt, der wurde auch schön wieder komplett abverkauft. Aber diesmal haben wir wirklich starkes Momentum gehabt. Wir haben sehr schöne bullische Kerzen, die hier drüber gehen. Über 25.000 äh, 25 Dollar. Über 25 Dollar. 25.000, das war krass. Aber ja, wir haben hier ein schönes bullisches Momentum. Schöne. Richtig klare bullische Kerzen, das heißt, genau das will ich hier sehen als Bestätigung über sein einem solchen Level. Genau hier nochmal, was wir eben entsprechend auch hier hatten bei der 15-Dollar-Marke. Auch hier hatten wir schöne bullische Kerzen und haben dann später dieses Level zu einem späteren Zeitpunkt nochmal bestätigt. Und genau das möchte ich hier auch sehen. Das heißt, ich möchte diese schönen. Weißen, grünen Kerzen haben und die Bestätigung dann später gerne nochmal auf diesem Preisniveau. Es ist also auch sinnvoll für euch, wenn ihr jetzt euch darüber Gedanken macht. Position vielleicht noch mal aufzubauen, beziehungsweise da dann noch mal zu investieren, hier auf einen möglichen Pullback zu warten. Das heißt, der Kurs könnte euch wegrennen, aber jetzt bitte nicht in FOMO verfallen, sondern ich möchte gerade bei sowas lieber noch mal eine Bestätigung haben zwischen 25 und 24 Dollar, wo ich dann sage: Hey, okay, das ist ein schöner, langsamer Pullback. Hier wird noch mal Liquidität reingeholt und hier möchte man dann eben entsprechend noch mal einsteigen. Das könnte eben entsprechend nochmal ein schöner Einstieg sein, sollte er denn kommen. Sobald wir aber über Zonen von 37 oder gar 48 Dollar steigen, wird ein möglicher Pullback auf diese Zonen eher nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, dann reden wir eher von einem technisch betrachteten neuen Hochpunkt und die Wahrscheinlichkeit einer Trendumkehr könnte eben entsprechend dann auch steigen. Bedeutet, du möchtest. Hier warten auf den Pullback, wenn du hier nochmal einsteigen möchtest. Und für einen neuen Hochpunkt, wenn wir hier über die 38-Dollar-Marke gehen, wenn du dich fragst, wo das herkommt, das kam eben entsprechend vor dem FTX-Debakel. Dazu müssen wir hier drüber gehen und auch da möchten wir eigentlich mit schönen bullischen Kerzen drüber gehen, dann könnten wir hier ein neues Momentum fassen. Und wenn wir das dann machen, wären dann wieder Kursziele von 70 oder 80 Dollar tatsächlich realistisch und dann wären wir knapp bei den 200 Prozent an möglichem Potenzial. Denn, und ich habe dir das Ganze jetzt noch mal ganz kurz auseinandergezogen, das ist das große Bild, wo wir uns gerade aktuell befinden. Bedeutet, hier haben wir die 25-Dollar-Marke, sollten wir die noch mal testen, könnten wir bullisch ausbrechen, dann ist der erste große Widerstand, unsere 38-Dollar-Marke. Wir könnten auch darüber schießen und eben entsprechend hier nochmal ein Pullback auf die 38-Dollar-Marke kriegen. Dann ist das nächste Hoch, auf das wir spekulieren, die 48-Dollar-Marke. Und wenn wir die dann knacken, dann siehst du hier eben entsprechend, ist hier gar nicht mehr so viel Widerstand. Dann sind wir sehr, sehr schnell bei den 80-Dollar. Das bedeutet, wenn du auf den Pullback warten kannst und das eben entsprechend. Für dich in Ordnung ist, dass du das riskieren möchtest, dann ist es eben entsprechend auch möglich für dich, wenn du an diesen Punkten einsteigst und wir wirklich auf die 80 Dollar gehen. Ich nehme mir hier einfach mal die Mitte, dann könnten wir eben entsprechend 220, 222% sehen an Steigerung. Das ist nur das, was möglich ist aus den technischen. Bereich. Und auch hier nochmal ganz klar, du brauchst eine ganz klare Strategie für deine Einstiege und für deine Ausstiege. Wenn du die nicht hast, dann bitte jetzt nicht einfach aufgrund von diesem Video sagen, hey, mäßig der Georg hat gesagt, das klingt irgendwie super geil. Ich schmeiße dir jetzt fünfstellig rein, mach das bitte nicht. Also wirklich nur die Leute, die wissen, was sie tun. Die können das gerne dann auch machen, dann auch bitte auch mit dem Stop-Loss, damit du auch ganz genau weißt, an welchem Punkt du aus dem Markt rausgehst, sollte das Szenario eben nicht bullisch aufgelöst werden. Das heißt, jetzt einfach blind zu kaufen, nur weil sich die fundamentalen Daten etwas aufhellen und der Chart vielversprechend aussieht. Wäre nicht zielführend. Es ist also immer ratsam, bei solchen Setups auf Bestätigungen zu warten, auf mögliche Pullbacks aus dem technischen Bereich, aber auch natürlich auch weitere fundamentale Werte. Wie du also siehst, ist Timing wirklich alles. Und das richtige Lesen von Charts kann den Unterschied zwischen einer verpassten Gelegenheit und saftigen Profiten machen. Aber wie kann man nun dieses Wissen nutzen und auf das nächste Level bringen? Genau darüber spreche ich in einem meiner anderen Videos, und zwar Bitcoin Trading, Zusatzeinkommen ganz nebenbei verdienen. Dort lernst du zum Beispiel, wie du bessere Ein- und Ausstiege finden kannst. Und das ist ein unverzichtbares Wissen für alle jene, die ernsthaft in Krypto investieren möchten. Bist du da neugierig geworden? Perfekt. Dann klick einfach auf den Link in der Videobeschreibung und arbeite noch heute an deinen Trading Skills und wir sehen uns dann gleich dort.